Wir stellen heute hier den SRHD 1500 vor. Das ist ein Blu-ray-Recorder, der Daten in HD und Standard Definition in verschiedenster Form annehmen kann. Einmal hat er einen Slot für eine SDHC-Karte, die man also direkt in den Recorder insertieren kann. Daten auf dieser Karte, zum Beispiel im MOV-Format, kann man direkt auf die eingebaute 500 GB Festplatte kopieren und dann auf dieser Festplatte schneiden und davon dann eine Blu-ray-Disc authern. Das Maschinchen unterstützt BDAV und BDMV Blu-rays, das heißt, man kann auch BDMV Blu-rays mit Menü machen und ist damit relativ flexibel. Darüber hinaus kann das Gerät auch noch downscalen, das heißt, viele Anwender werden ja heute immer noch eine DVD haben möchten von ihrem HD-Content. Das macht die Maschine auch, das heißt, man nimmt HD-Content auf, tut es rein und die Maschine macht daraus eine normale Standard-Definition-DVD. Das Gerät ist mit allen HDV- und DV-Geräten kompatibel und kann deren Daten ebenfalls annehmen, auf die Festplatte kopieren. Und es kann auch AVC-kodiertes Video annehmen und später auf Blu-ray brennen oder downscalen auf DVD-Aufnahme. Was wir auch heute vorstellen hier auf der IBC ist die GYHM700, unsere Schulterkamera, die auf SDHC-Medien aufnehmen kann und die einzige Kamera weltweit ist, die im nativen QuickTime-Format für Final Cut Pro aufnimmt. Was sie jetzt auch kann mit einem neuen Firmware-Update ist, auf dieselben SDHC-Medien MP4-Dateien aufzunehmen und sie bietet darüber hinaus unseren Kunden eine einmalige Flexibilität, als einzige Kamera im Markt als Dual-Media-Kamera eingesetzt zu werden. Mit einem extra Docking-Recorder, den man hinten an die Kamera andocken kann, kann sie nämlich auch auf S-by-S-Medien aufzeichnen, ebenfalls im XD-CAM-kompatiblen MP4-Format in dem Falle. Und dann hat man im Prinzip die Möglichkeit, zwei Aufnahmen gleichzeitig zu machen. Man kann also MOV QuickTime zum Beispiel für Final Cut auf die SDHC-Karte aufnehmen und zur gleichen Zeit MP4 im S-by-S XD-CAM-EX-Format auf die S-by-S-Medien aufzeichnen. Was wir hier in unserer 3D-Ecke zeigen, sind einmal ein existierendes Produkt, was man heute schon kaufen kann. Da haben wir hier erstmal einen 46-Zoll-Monitor, der auf einer Polarisierung, einer X-Polarisierung arbeitet. Das heißt, er trennt Zeile für Zeile das Bild einmal rechts drehen und einmal links drehen. Und dadurch ist es möglich, so eine Animation oder auch Spielfilme, die mit zwei Kameras aufgezeichnet worden sind, in 3D zu sehen. Dieses Display hat HDMI-Eingänge, das heißt, Sie können von einem PC oder von einer Blu-ray ein 3D-Signal bekommen. Das muss natürlich auch 3D vorhanden sein, in der Form Zeile für Zeile oder Side by Side. Können Sie das direkt in das Display einspeisen. Das Display erkennt das und kreiert Ihnen dadurch das 3D-Bild. Der Listenpreis liegt um die 7.500 Euro. Als nächstes haben wir hier noch eine Zukunftsversion für nächstes Jahr, circa Mitte nächstes Jahr. Dieses HD-Signal ist ein ganz normales Signal, geht jetzt in diese Prozesseinheit hier rein. Und diese Prozesseinheit macht etwas ganz Spezielles. Es wandelt, es kalkuliert das Signal von 2D automatisch nach 3D um. Wenn wir jetzt auf den anderen Monitor schauen würden, da müssten Sie jetzt wieder die Brille benutzen, würden Sie dieses 2D-Bild in 3D sehen. Das gibt uns jetzt die Möglichkeit, innerhalb einer 3D-Projektion altes 2D-Material zu nehmen und das automatisch nicht in mühsamer Kleinarbeit Hand für Hand zu bearbeiten, um dadurch 3D zu bekommen, sondern wir können hier in Realtime sofort 2D nach 3D wandeln. Die Preise stehen im Moment noch nicht fest, weil es Engineering Samples sind, also in der Produktion sind. Wir erwarten circa eine Fertigstellung Ende März 2010.